Howdy ho, willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. Mit mir Oliver 3911 und so weiter. Wow! Okay, die Viecher, die Schotti ist auch effektiv gegen Spinnen. Und ich glaube, jetzt kam ein großer Boss. Ich glaube, jetzt kam so eine Art Boss. Ja, jetzt kommt ein Boss. Oh nein. Bitte bleib liegen, bitte bleib liegen. Ist in den Legenden der Frostriesen von diesen Yetis die Rede? Bitte bleib liegen! Bitte bleib liegen! Warum musst du jetzt aufstehen? Warum rennt er im Kreis? Warum rennt er im Kreis? Ich glaube, der buggt. Ist ja egal. Tod ist tot. Ja! Gut, der Boss ist übertrieben. Es ist ein Boss gewesen, das definitiv. Aber kein so wirklich schwerer. Aber egal, Tod ist tot, ne? Tod ist tot. So, jetzt müssen wir hier wieder das machen, was wir die letzten Parts auch schon gemacht haben. Also im letzten Part. Und zwar wieder Hammer. Dingsen. Also wieder schön Hammersprung machen. Gedöns. Jetzt muss ich mich erstmal kurz orientieren. Wo muss ich denn dann lang? Nein! Spiel minimiert! Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Nicht abschalten, Leute. Ich bin gleich wieder online. Nicht abschalten, nicht abschalten. Huh! Ja, da bin ich wieder. Da hat sich doch glatt frech wie Schmitz Katze mein Spiel minimiert. Das ist böse, ne? Mein Gott, wann kommt denn das Tamagedöns hier wieder runter? Oder Gewicht oder was auch immer das ist. So, vielleicht hätte ich auch das andere nehmen können, das wäre schneller gegangen. Aber kommt. Drauf geschissen. Ich entschuldige mich für den kleinen Bildausfall. Ich hoffe doch, man hat ihn gesehen. Wenn man ihn nicht gesehen hat, dann war das auch scheiße. Aber, wie gesagt. Oh nee, jetzt muss ich. Ah, scheiße, jetzt muss ich andere. Jetzt geht das Ding auf immer verkehrt rum. Ah, jetzt geht's wieder. Nee. Alter. Y, Y. Immer schön auf die Aktionstaste hauen. Und loslassen. Huh. So, erstmal hier alles einsammeln. Weil ich glaube, jetzt kommt wieder ein Checkpoint. Ja, perfekt. Und wir alle wissen, was man bei Checkpoints macht. Richtig, speichern. Auf jeden Fall, dass ich mich wieder verlaufe. Aber so ein bisschen erinnere ich mich doch wieder an dieses Spiel. Wie gesagt, ich habe es ja irgendwann hab ich schon mal gezockt. Das ist aber schon eine Weile her. Und an diesen Zwischenboss zum Beispiel habe ich mich jetzt gerade erinnert. Alter, warum ist die Framerate im Keller? So, ich glaube, jetzt müssen wir wieder reinklettern oder sowas. Wow, Y, komm, Lever, klettern, klettern. Oh, müssen wir uns hier runterlassen? Nee, oder? Was müssen wir jetzt machen? Ach, jetzt müssen wir mal links um das Ding klettern, oder was? Das ist ja mal sehr einfallsreich, liebe Spielentwickler. Ich glaube, wir müssen hier loslassen, zum richtigen Zeitpunkt. Ganz ehrlich, ich glaube, das müssen wir. Genau, das mache ich jetzt auch mal. Jetzt! Nein! Scheiße! Welches war nochmal die Sprint-Taste? R oder LB? Linker oder rechter Button? Nein, im Ernst, linker oder rechter Button? Oh, ich hoffe, es war der linke. Ich nehme nämlich jetzt gleich den linken. Ja, komm, Lara, kletter rum, dieses verdammte Ding rum. Bitte lass es den linken sein, bitte lass es den linken sein. Ja, es ist der linke, perfekt. Und noch ein Kontrollpunkt, das ist gut. Ich bin jetzt gerade nervös. Ich bin jetzt echt gerade nervös, deswegen speichere ich auch so blöde.
Aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Ja, viel Spaß bei der Zwischensequenz. Thor, der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erden sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnirs Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Wow. Geiles Ding. Ich entschuldige mich für die Framerate, ja? Mjölnir, der Fluch der Riesen und der Midgard-Schlange. Und was noch wichtiger ist, der Schlüssel nach Helheim, wo immer das sein mag. Es wird Zeit, mit Nadla zu reden. Wir müssen jetzt aber nicht nochmal zurückklettern, oder? So, vorletztes Level war das. Ich glaube, jetzt kommt das letzte. Das letzte Level... Gibt wieder so eine kleine Bootfahrt, glaube ich. Jedenfalls ist ein Boot wieder zu sehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was in diesem Level abging. Jewel Outfit. War das nicht kalt, wo wir hin waren? Ach, wir nehmen das hier. Mittel ist gut. Ich glaube, jetzt kommen Menschen, da ist, glaube ich, Sturmgewehr angesagt. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt kommt. Ich weiß, es kam, glaube ich, nochmal ein Schiff, aber ich weiß nicht, was sonst noch so kam. Aber ich glaube, wir hören auch auf. Gleich. Es sind zwar noch 7 Minuten, aber... Aber wir gucken uns nochmal den Anfang an, die Anfangssequenz. Viel Spaß. Ja, das war doch, die Anfangssequenz fand ich jetzt gerade richtig geil, das muss ich nochmal loslassen. Das sah jetzt gerade richtig geil aus, wie Lara auf diesem Schiff war. So, Nahkarte nicht verfügbar. Ach, so Mist. Ey, ich fand das gerade richtig cool. Das sah richtig gut aus. Da werde ich schon wieder richtig, das fand ich geil. Hilfe machen wir jetzt nicht. Wir haben gerade gesehen, wir haben noch ein paar Tagebucheinträge freigeschaltet. Die sehen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Ja, und dann... Beende ich diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem völlig neuen Level. Ich glaube, dem Endlevel oder dem vorletzten Endlevel-Gedöns, irgendwie sowas. Ja, also mal sehen. Mal gucken, was haben wir hier so? Buguvatikala, Kalakrikala und Konor. Was auch immer ihr wollt. Ich glaube, das hatten wir alles schon mal. Ja, die Naga, die hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ruinen der Geschichte. Helheim ist weit älter. Thors Kräfte. Von allen Göttern der Mythologie war Thor einer der stärksten. Das wusste ich. Ist ja auch ein Deutscher. Nee, es ist nicht. Es ist ein Nordischer, aber das ist ja auch, ich rede mich hier schon wieder in den Verstand. Also lass es. Odins Weltkarte. Ja, richtig. Stimmt. Die hatten wir ja auch gesehen. Die Familienkrypta von Croft. Riesenspinnen. Riesen. Diese riesigen Spinnen müssen mit allen anderen Funden, die Vater aus Buvogatti mitgebracht hat, hinterhergekommen sein. Oha. Riesenspinnen, Alter. Warum gibt's eigentlich Riesenspinnen? Ist das ein genetisches Fehlexperiment oder was? Hatte Thor damals mit einem Typen zusammengearbeitet, der Loki hieß, und der hat dann Spinnenfehlexperimente gemacht? Wer weiß? Ich weiß bloß, dass Thor nicht mit Loki zusammengearbeitet hat. Wer Loki ist, entweder ihr seid Stargate-Fans, dann wisst ihr das, oder ihr guckt nochmal in der Mythologie nach, denn da gab's auch einen Loki, auch einer der nordischen Götter, glaube ich. Oder nicht Götter, aber sowas in der Richtung. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier immer schön auf Pause drücken und lesen. Ich überflieg's bloß kurz.
Seelenstein. Ach so, als Amanda und ich vor Jahren in Peru das Grab der letzten Königin von Tiwanaku ausgruben, wurden wir von einer unbekannten Macht attackiert. Woher kam diese Macht eigentlich? Das war in Legend, da haben wir auch diesen Rückblick gespielt. Aber was zum Teufel? Grab verflucht oder was? Ja gut, aber warum baut da jemand so ein Vieh rein? Gibt's noch mehr von den Viechern? Vielleicht sollten wir uns auch so eins besorgen. Das frage ich mich jetzt gerade, das wird mir mal gerade so unlogisch. Naja, gut. Wird vermutlich irgendein Grabwächter oder sowas gewesen sein, wer weiß. Doppelgänger, ja, scheiß auf die Doppelgängerin. Da könnt ihr auch nochmal Underworld, ach nee, Quatsch, Anniversary zocken, da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über diesen Doppelgänger. Wurde von, hier Nadler gemacht, baut, um uns zu töten. Mexiko-Expedition. Aha. An Mexiko kann ich mich jetzt schon gar nicht mehr... Ach so, Mexiko war dieses Hasslevel von mir, richtig. Ich kann mich da gar nicht mal an das Ende erinnern jetzt. Ich glaube, ich muss mir nachher nochmal die Stellen ansehen. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Na, wann haben wir denn da den Gürtel gefunden? Egal. Fürsten von Cibaralta. Alter, das kann noch keine Sau lesen, diese Wörter. Ja. Maya-Leibeigene. Haben dasselbe Schicksal, die Tiger in Thailand. Alles, was in giftigen Flüssigkeiten fällt, stirbt und fristet anschließend ein untotes Dasein mit einem einzigen Ziel. Aha, diese Skelettviecher sind also ehemalige Leute, die dann in diese Säure gepurzelt sind. Frage, wir sind auch zwei, dreimal in die Säure gepurzelt. Warum sind wir keine Skelettviecher? Habe ich da nicht einen Skin für? Dass ich als Skelettvieh rumrennen kann? Wartet mal. Wir wenden jetzt das Spiel einfach mal, frech wie ich bin. Kann man das nicht bei Extras? Ich glaube, konnte man in Underworld nicht so einen Skin freischalten, dass man als dieses Vieh rumrennen konnte? Oder war das in Anniversary? Wenn das jemand weiß, kann das mir mal sagen. Ich glaube, irgendwo konnte man auch als so ein Skelettvieh rumrennen. Oder war das in Prince of Persia? Wie gesagt, wenn es einer von euch weiß, ich wäre über eine Antwort sehr erfreut, aber vermutlich weiß es bis dahin schon längst, aber schreibt es trotzdem mal in die Comments. Wo es das als optionalen Skin gibt, dass man auch als Skelettvieh rumlaufen kann. Ich glaube, bei Underworld habe ich da so ein Skin-Package irgendwo, wo man das kann. Also hier so ein externen Skin. Nicht spielintern, sondern so spielextern. Ja gut, ich habe jetzt die letzten 7 Minuten bloß wieder Schwachsinn gelabert. Deswegen beende ich jetzt diesen Part an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao.